I'm walking. Yesterday I'm walking. And you to me, I'm walking. And you come back to me. I'm walking. Der Fasern, du geile Sau, wohin? Was machst du denn da? Ah, Fasern ist natürlich zu cool geworden jetzt für uns. Der ist, geht an seinen Laptop und. Ja, Fasern, wenn Fasern nicht wäre, wären wir arm. Weil er. Wenn Fasern nicht wäre, wären wir Bein. Genau. So. Ey, guck mal, der kontrolliert ja alle Zahlungen, ne? Ja. Und allein gestern hat er mir gesagt: Ey, guck mal, da hat 20 Euro zu viel, da hat jemand zu viel abgezogen. Das muss man kontrollieren. Boah, ich kontrolliere sowas gar nicht. Ja, gar nicht. Du zahlst ja auch 2 Jahre Strom für andere Familien. Das wird mich immer verfolgen, Alter. Das ist so geil. Also, meine Damen und Herren. Da wir zurück sind. Der wunderbare Nisa erstmal. Und ja, guck mal, vielleicht bin ich der wunderbare Nisa. Nein, du bist der wunderbare. Vielleicht. Der schönste, netteste, süßeste, der das größte Herz hat im Influencer-Dasein. Und das ist ja nicht schwer. Das ist ja nicht schwer. Der talentvolle Nisa. Und meine Damen und Herren, der charismatische und überaus lustige und einfach sexmenschmäßige Scheiern. Dankeschön. Die deutschen Podcasts, ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei den Deutschen. Erstmal jetzt wichtig, seit wir wieder da sind, ja, da gibt es eine Sache, eine Tradition, ja, die wir noch nicht vollendet haben oder durchgeführt haben. Hm. Und das ist Palmengrill. Ja, stimmt, aber Bro, ich habe ein anderes Mindset. Ich habe ein anderes Mindset. Ich hole jetzt nur Karotten direkt vom Bauern seiner Kuh aus dem Mund. Ja, aber Bro, wenn man so überlegt, für 4,90 € und du kriegst 7 Sachen. Es ist der Style. Ja, aber das kann ja nicht gut sein. Kennst du die Prince von Bel-Air Folge, wo der so ein Sandwich holt und dann sagt er, nein, das ist kein gutes Sandwich. Für die Cheesesteaks. Ja, für die Cheesesteaks. Der muss, das Fett muss so raus. Die haben wir in Dubai gegessen. Ja, genau. That's what's up. So, siehst du, und so ist das. Der Palmengrill, das ist dieser Style. Damit wir immer geerdet sind, damit wir wissen, wo wir herkommen. Nicht da, wo du mich hingebracht hast, wo das Steak so 200 Euro gekostet hat. Da habe ich dich nicht hingebracht. Ich bin fast aus den Wolken gefallen. Ja, aber du hast das. Du hast mich so indirekt dahin gebracht. Scheiße. Ich will Steak essen. Das Wer hast du anderen gesagt. Eine Grube gräbt, der gräbt weiter. Alter. Der gräbt weiter, Alter. So, und dann sitzt er da und sagt, ohne sich zu schämen, zu mir, ja, guck mal hier, dieses Steak kostet 200. Ey, da habe ich irgendwie so Hummer bestellt und Muscheln, die waren kalt. Ja, die haben 300 Euro gekostet oder so. Ja? Nein, aber ich glaube, so 70 Euro haben die gekostet. Ja, ey, und das war einfach kalt, das hat gar nicht geschmeckt. Das war so. Bestellst du auch sowas? Ja, ich dachte, das ist so schön gekocht oder gebraten, Alter. So, und dann ein Steak. Das war ein Appetizer. Das war ein Appetizer. Ey, und dann, wie viel hat das Steak gekostet, das du gegessen hast? 160 Euro. Bruder, und das, was ich gegessen habe? Das ist gleich wie ich gegessen, oder nicht? Ja, stimmt, ich habe das gleiche wie du genommen. Das gleich wie ich genommen. Aber ich habe well done genommen. Well done, ich well made done. You well. Deine Fresse. So, ja, auch. Ey, aber jetzt ehrlich. Ja, wir wussten aber nicht, dass es so teuer ist. Ja, ja. Ja, aber du hast nicht geschockt reagiert. Das hast du getan. Ja, das kostet nur. Nee, und ich saß da und mein Herz in die Hose gerutscht. Ja, weil, guck mal, es gibt ja sowas wie Schamgefühl. Das kennst du ja nicht, wenn es um Bezahlen geht. Gerade umgekehrt, gell? Ja. Einfach umgekehrt. Ich kenne kein Schamgefühl. Ja. Und ich wollte, dass du dich nicht schämst. Weil dann hätte ich gesagt, Bruder, 200 Euro. Ja, aber dieses Gefühl ist doch sowieso entstanden. Ja, aber wenn ich so gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, Bruder. Ja. Und dann hättest du gesagt, ey, Bruder, lass gehen. Aber ich habe so gesagt, 200 Euro, dass du dann so meine Attitude. Ja, aber habe ich nicht. Ich war sauer. Guck mal, aber jetzt ehrlich unter uns, ne? Ja. Und diesen tausenden Podcast-Zuhörern und Zuschauern. Jetzt ehrlich unter uns, egal was du mir erzählst, ne, da lege ich mich auch mit jedem an, ein Steak für 160 Euro ist das ein... Das ist unnötigste aller Zeiten. Das ist unnötig. Du kein Essen, kein Fleisch ist 160 Euro wert. Ist auch nicht. Das ist Quatsch. Du kannst mir nicht erzählen, ja, und jeder, der das macht, der lügt. So, ich lege mich auch mit jedem an. Du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht ein hammergeiles Steak für 40 Euro isst und dann das, was 160 Euro kostet, dass wenn du das dann isst, sagst, oh nee, das schmeckt so viel es besser. Es kommt ja darauf an, die sagen dann zum Beispiel, die Kuh ist in Japan geboren und wurde dann, ihr Rücken wurde massiert, ja, dass das Fleisch schön weich ist. Also das ist Quatsch, das ist einfach Scheißelaberei, ne? Ja. Und ich mag das auch nicht, also ich sag ehrlich. Warum jetzt, warst du denn da? Ja, ich war da, weil mein Freund Steak. Ich bin kein Steakesser, du weißt das. Brauchst du nicht mich so darzustellen. Ja, ich bin kein Steakesser. Ich bin kein Steakesser. Ja. So, und jetzt weiß ich auch warum.
Das ist einfach Quatsch. Warum meinst du das denn schon? Ja, klar. Ich mag kein Steak. Ja. Das ist doch einfach Quatsch. So, da, ich, so, ich habe ja Freunde, die. So, ab und zu mal so ein Steak ist geil. Aber. Ich sag dir ehrlich, jetzt ohne auf Samariter zu machen, ich fühle mich schlecht, wenn ich das esse. Ja, klar. Wirklich, ich fühle mich schlecht. Also, ich habe ein Steak hier, ich glaube, für 35 Mal gegessen. Ja, das geht ja. Das hat lecker geschmeckt jetzt, als da, wo wir da waren. Siehst du? Ja. Und 35 ist so, dass ich sage, okay, das ist nicht. Aber Hunde, das ist einfach Quark. Das ist einfach Geist. Das ist einfach so, ich will zeigen, dass ich Geld habe und ich sitze da heikel. Das ist einfach Quark. Ja, aber hast du gesehen, wer da alles da war? Ja, aber. Das waren so Geschäftsleute. Da haben die so ein Weinglas für 40 Euro getrunken, so 0,2 Mist. Das ist so andere Klasse einfach. Wir sind so Palmgrill gewöhnt. Ja. So dieser für 94. Wo wir mit Duck waren. Ja. Das ist viel besser. Das war stylisch. Das war geil, gell? Ja. Aber der war auch teuer. Ja? Ja. Aber da hast du jemand mehr davon gehabt. Ja klar, mehr. Das war aber nicht ein Steak 120 Euro teuer. Nee. 120 oder 160? 160. Pff, dafür esse also ich nur drei das Wochen. Dann kam mir nochmal Pommes dazu. Kartoffeln. Und diesen Appetizer. Zum Glück hast du bei Schnick, Schnack, Schnuck verloren. Oh ja. Zum Glück. Ey, das war eine 50-50 Chance, ne? Ja. Und ich dachte, ich gewinne. Du hast nochmal probiert. Ja, weil ich unbedingt zahlen wollte. Bruder, hast du Glück. Ich bin aber echt einer Kugel entkommen. Ja, boah. Und ich komme dann, mach nochmal aus Spaß, Schnick, Schnuck und gewinne auch noch. Ja, Gott sei Dank. Aber da war schon der Drops gelutscht. Ja, ja. Ich schwöre, danach hätte wer. Wir dürfen da sowas nie rein. Guck mal. Hartz Palmgrill. 4,90 €. Jawohl. Kriegst ein ganzes Hähnchen, Reis, Currywurst, Pommes, Salat, Krautsalat, Burger, Cola Zero, nochmal ein Ayran, nochmal ein Wasser. Oder die, da kannst du nur gut schmecken, ja, weil die Qualität ist einfach zu krass. Ja, das ist so. Oder die Mozzarella-Sticks. Ja. Ich habe immer so Mozzarella-Sticks gegessen. Du Calamari. Ja, das war Style. Guck mal, Calamari ist Meeresfrüchte. Das, ja, ist, auch das ist auch Müll. Ja, aber das war nicht so 160 Euro für ein Steak. Das würde ich aus Prinzip würde ich das nicht machen. Selbst wenn ich ein Milliardär wäre. Aber wo ich jetzt einen Wert drauf lege, du hast gesehen, wir haben ja zu Hause jetzt alles gesund gemacht. Ja. Kein Wasser mehr in Plastikflaschen, ja, sondern Glas. Eine Sache muss ich sagen, man schmeckt es nicht raus. Ja. Dass man, wir haben ja das Fleisch auch geändert. Wir haben ja gesagt, wir essen ein bisschen weniger Fleisch mal. Hm. Nicht 7-mal die Woche. Sondern nur 6-mal die Woche. Nein, 5-mal. Man muss ja reduzieren. Aber wir holen ja jetzt Fleisch, wo wir wissen, wo es herkommt. Also so 60% wissen, wo es herkommt. Das ist besser als gar nicht. Besser als gar nichts. Viel, wissen, aber, ja. So. Aber das hat mich überzeugt, als der Metzger zu mir gesagt hat, wie kann es sein, dass ein Kilo Fleisch 2,20 Euro kostet, wenn ein Airways-Kaugummi 3,40 Euro kostet? Ich kenne die Preise nicht, aber wenn das so ist, ist das eine sehr krasse Aussage. Ja. Eine sehr krasse Aussage. Wie kann das Fleisch gut sein? Und dann hat er mich noch mehr überzeugt, als er gesagt hat, überleg nur mal, wie viele Supermärkte hast du in deiner Umgebung? Ich habe so 8 im Kopf gehabt. Dann sagt er, okay, was denkst du, was die am Tag für Lieferungen bekommen? Ist so ein LKW voll? Sagt er, okay, hast schon mal 8 LKWs. Wie viele Einwohner hat deine Stadt? So ungefähr 280.000 haben wir hier. Sagt er, jetzt versuch nur die mal. Wie viele LKWs sind das? Und ich so, keine Ahnung. Sag mal 100. Sagt er, mach mal 150 LKWs am Tag, die frisches Fleisch liefern. Jetzt mach das mal nach Deutschland, also mal Deutschland. Nur von deiner Stadt, allein Berlin. Wie viele Tiere gibt es auf der Welt, dass man so viel Fleisch an einem Tag nur liefern kann? Und dann ist mir so ein Licht aufgegangen. Ich so, ey, der hat recht. Ja, aber das Gleiche zählt auch für Gemüse und Obst. Ja, klar. Genau das Gleiche. Das ist ja immer diese veganer Dummbabblerei. Ja, ja. Ja, unser Fleisch ist, dein Gemüse und dein Obst ist genauso gespritzt. Nur wenn du es wirklich, weißt du, wo es richtig gut ist? Wenn du es selber anbaust. Ja. Dann hast du einen eigenen Garten, machst Tomaten selber. Und selbst dann kommen, machen die dich platt. Die verlangen dann irgendwelche Steuern und du musst irgendwelche. Ja, so, ja. So versuchen die ja, die Bauern aus dem Geschäft zu drängen, ja, ja. Diese Konzerne. Aber was heißt versuchen? Die machen es die ganze Zeit. Dass das ausstirbt, dass du nur so Industrie essen. Aber es ist krass, mein Vater hat 11 oder 12 Jahre einen Garten gehabt. Ich kann mich noch erinnern. Okay. Jedes Jahr gab es eine Ernte. Ja. Apfelquitten, normale Birnen, Apfel, da hat er so die Pflaumen gehabt. Die sehen ganz anders aus. Erstmal sehen die ganz anders aus. Ganz zweitens. Ja. Die Hälfte war immer kaputt. Ja, klar. Weil die aufgefressen wurde. Ja, klar. Von Viechern. Das ist die Natur, das ist der Kreislauf. Die, genau. Wie kann es sein, dass die Tomaten alle so wunderschön und aussehen? So rot, ja. Groß, die Gurken und so. Bruder, was soll ich dir dazu sagen? Aber apropos Betrügerei, da fällt mir ja einer an. Ja. Kennst du den lieben Herr Jotta?
Herr Jotta. Nein. Boah, ich habe gestern eine Doku über den gesehen, ne? Echt? Von so einem anderen YouTuber. Boah, Bruder, was für ein Betrüger das ist, ne? Ist das so ein Motivationscoach? Also es behauptet der andere YouTuber und hat das so mit sachlichen Sachen dargelegt, dass er ein Betrüger sein soll. Und dieser Jutta, ist das ein Influencer. Ja? Ja. Kauft Klicks, Fakes, dann geht er hin, macht jede Kooperation ohne Gnade für jedes Produkt auf der Welt. Hat kein Erlek. Hat kein Tarof. Hat keinen Respekt. Ganz komischer Typ. Aber ist er so ein Motivationstyp? Hey Leute. Nee, einfach gar nichts. Der ist einfach nichts. Der kann nichts. Nichts. Ich zeige dir mal, du kennst du bestimmt. Aber was hat er betrogen? Was hat der YouTuber aufgedeckt, dieser eine? Dass er so Leute mit so Systemen verarscht. Zum Beispiel? Zum Beispiel, es gibt ja auch dieses System, hast du schon mal von diese, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf. Es gibt so ein System, so Pyramidensystem, Schneeballprinzip. Ja, genau, genau. So, wo Leute Produkte kaufen müssen, ja, genau. Und dann wieder reingehen. Der Erste, der die reinholt, verdient am meisten. Ja, so, also ganz komische Sachen. Da gibt's ja auch so einen Typen auf TikTok, der macht das, der folgt mir auch noch und schreibt mir, ey Bro, ich feiere deine Videos. Der ist doch nicht schlimm, dass er dich feiert. Ja, aber das ist ein Betrüger, so. Der macht diese Pyramidensystem. Weißt du, wie viele Betrüger uns bestimmt folgen und feiern? Ekelhaft. Und Verbrecher und, Okay, warte mal, ich zeige ihn dir jetzt. Mal gucken, ob du den kennst. Wie sieht der denn aus, Junge? Ist der geschmolzen oder was? Warum weint er auf dem Bild? Hey, bitte gib mal her. Der regt mich jetzt schon auf. Jotta, was ist denn los mit dir? Was ist das? Warum weint der hier? Ach so, okay. Darüber will ich mich jetzt nicht lustig machen, weil das gehört sich nicht. Ja. Hier. Anscheinend macht er hier natürlich seinen. Das muss man natürlich auch posten. Hm. Ich kenne den nicht, Alter. Kennst du ihn nicht? Nee, ich glaube nicht. Ey, wollen wir mal so einen Betrüger einladen? Der ist aber krass gebaut. Ja, auch alles weg. Ja, egal wie fake, du musst trainieren. Aber, okay, und was macht er so für Systeme? Ey, wollen wir mal so einen Betrüger einladen? Guck mal hier, wenn ich das schon sehe. Ja, klar. Jotta, komm vorbei. Der ist allgemein so ein. Ey, da mache ich aber so einen Kurt Krömer mit dem, Junge. Ja, aber. Boah. Also, einer, der so Systeme macht und der Meinung ist, dass er kein Betrüger ist. Ja, der soll kommen. Und sagt, ich verkaufe Pyramiden und Schneeballprinzipe sowie so Beauty-Produkte. Du musst jetzt 800 Euro bezahlen. Leute, halt euch fern davon. Die dann so sagen, du kriegst ein Firmenauto, du kriegst ein Firmenhandy, du kriegst einmal am Jahr eine Reise geschenkt, wenn du das verkaufst. Das ist alles Quatsch. Alles Quatsch. Keiner schenkt dir Geld. Ja. Da musst du erstmal 800 Euro oder 500 Euro in Produkte investieren, musst die dann wieder weiterverkaufen. Es ist einfach nur ein krasses System, wo die Leute dich über den Tisch ziehen. So, und dann hasse. Aber dieser eine YouTuber, der das über diesen Jotta aufgedeckt hat, ne? Hat dieser Jotta darauf geantwortet? Das weiß ich nicht, habe ich nicht kontrolliert. Ich habe erst gestern Abend geguckt. Aber ist das Video gut erklärt? Ich schick's dir. Sehr sachlich, alles faktenbasiert. Also hat nichts vermutet, alles bewiesen. Also hat ihn zerpflückt. Ja, ja. Boah. Ich kann ihm halt nicht viel sagen, weil ich habe keinen Bock. Weil der Typ so einer, der zeigt sofort an, weil er ein Hund ist. Hunde zeigen aber nicht an. Die können das doch gar nicht. Ja. Und dieser eine auf TikTok macht auch sowas? Ja, der macht dieses System auch, ja. Und dann zeigt er immer seine Autos und so. Weißt du, was mir auf den Sack geht? Wenn er so seine Familie mit reinholt. Und der Vater sagt, ohne meinen Sohn hätte ich gar nichts. Mein Sohn hat mir ein Auto gekauft. Mein Traumauto. Das hätte er niemals machen können. Hätte er nicht diesen Beruf, weil er selbstständig ist. Und dann auch irgendwie, also ganz traurig. Oh Mann, ey. Ganz, ganz traurig. Also, dass Leute, weißt du, was ich glaube? Dass Leute aus Verzweiflung da mitmachen. Weil sie finanziell nicht gut aufgestellt sind oder denen gerade irgendwas fehlt finanziell. Dass die auf sowas, dass sie blind werden. Weil ich kann mir nicht vorstellen. Ja, wenn jemand an einem emotionalen Punkt, kannst du den immer packen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du siehst, wenn der mit seinen Autos da flext, die natürlich geleased sind, was ja nicht schlimm ist. Ja. Mein Auto ist ja auch geleased. Meins auch. So. Aber dann hingehen,
ich konnte mir das nur ermöglichen und dies und das und dieses Haus und mein Vater muss nie wieder auf Rechnungen achten. Warum macht der Vater überhaupt mit da? Da siehst du mal, was Geld an... Also wenn ich zu meinem Vater gehen würde und sagen würde, du kennst meinen Vater. Ja, ja Papa, guck mal, ich möchte so Produkte rausbringen, wo andere Leute kaufen müssen. Der würde sagen, hör mal zu, Junge, was machst du da? Bist du verrückt? Das ist nicht gut, was du machst, gehört sich nicht. Wo ist der Taruf, Alter? Wo ist der Taruf? Auch immer diese Familien, das Ausnutzen. Ich bin kein Fan davon. Gar nicht. Ich finde das sogar richtig wack. Das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Auch er, diese Jota, ne? Jota. Guck mal, es ist eine traurige Situation. Wie gesagt, ich will mich nicht darüber lustig machen, aber dann, guck mal, das ist doch richtig gestellt. So ein Bild, wo die eine Träne so hier runterläuft und dann fotografiert er das. Heute ist ein trauriger Tag und so. Das ist traurig. Aber ich würde gerne mal so einen einladen. Vielleicht überzeugt er uns. Und wir haben einfach nur ein falsches Bild. Ja, kommt vorbei. Kommt vorbei. Also. Aber darf ich so sein, wie ich bin? Ja klar, ich bin doch auch so, wie ich bin. Aber der echte Scheiden. Oh. Nee, das ist natürlich nicht gut. Bruder, du weißt doch, wie das endet. Die stehen dann auf, dann sagen die, bringt die Folge nicht raus. Ja, dann machen wir es trotzdem, dann zeigen die uns an. Ja. Oder wir lassen die vorher unterschreiben. Egal, was passiert. Die Folge kommt raus. Ja, das ist geil. Egal, was passiert. Also, wenn sich jemand wirklich hinsetzen will ja. und sagt... Der muss vorher unterschreiben. Muss vorher unterschreiben und wir sind ja natürlich nicht asozial. Nein, sind wir nie. So, das machen wir nicht. Wir werden den auch nicht vorführen. Ja, doch. Nee. Aber ich mag das. Aber wir werden den sachlich zerpflücken. Ja, genau. Und du bist ja sowieso so ein Fuchs. Du lässt ja niemanden aus dieser Kralle raus. So, also komm vorbei. Aber... Ich verstehe nicht, wie die nachts schlafen. Wie die morgens auch. Denkst du, die wissen selber, dass sie scheiße laufen? Ja, klar, aber. Oder sind die überzeugt, dass sie so. Nein, nein, nein. Aber der Reichtum, Erfolg, Geld, du gehst dann über Leichen. Ja, haben wir doch 1000 Leute in Dubai kennengelernt. Stimmt. Die kacken darauf. Ein Hund nach dem anderen. Ja. Und wie gesagt, wir müssen auch einführen in Deutschland, dass Hund nicht mehr eine Beleidigung ist. Wirklich, weil Hunde geile Charakterzüge haben. Hunde sind treu. Ja, die diese Leute ja nicht haben. Ja. Du musst sie anders nennen. Wiesel oder so. Wie, oder so diese Frettchen. Ja, Hyänen. Hyänen ist gut. Ja, das sind Hyänen. Schlangen. Die Hyos. Die Hyos. Hui hui. Die Hui huis. Die Hui huis. Die Hui hui. Das ist, ey du Hui. Ey du Hui. Ey, aber was ich sagen wollte. Du hast ja auch in Dubai einen Auftritt gehabt, ne? Ja. Comedy-Veranstaltung. Genau. Du hast in Dubai vom Burj Al Arab hast du aufgetreten. War das vom Burj Al Arab? Ja. Weiß ich nicht mehr, aber kann gut sein. So. Ich bin ja sehr unaufmerksam, was das betrifft. Warst du zufrieden? Also, ich bin da aufgetreten. Khalid Bounoir hat die Veranstaltung, also hat das Ganze veranstaltet. Ja. Kann nur bergab gehen. Kann nur dann mies laufen. ich bin aufgetreten mit Usus. Mango und Khalid Bounoir. Die Veranstaltung war natürlich richtig schwierig. Ich will jetzt Khalid hier nicht zerstören, weil das war sein erstes Mal in der Veranstalterszene. Und lief es optimal? Nein, weil es gab schwierige Sachen. Erster Fehler, dass sie es Open Air gemacht haben. 40 Grad. Dann war es sehr, sehr warm. Die Leute haben geschwitzt. Die hatten dann irgendwann keinen Bock. Dann war die Technik Katastrophe. Man hat mich die ersten 20 Minuten gar nicht gehört. Dann haben die Leute Shisha geraucht. Das heißt, die können nicht applaudieren. Die sind eh abgelenkt. Ich hasse es, vor Shisha-Publikum aufzutreten. Dann wurden die bedient. Kellner liefen ununterbrochen rum, haben Bestellungen aufgenommen und die bedient. Das heißt, diese hundertprozentige Aufmerksamkeit ist nicht da. Betrachtet unter diesen Bedingungen, die ja komplett gegen uns waren, war das eine sehr coole Veranstaltung. Ja. Die Resonanz war super. Den Leuten hat es gefallen, hat man ja am Ende gemerkt, wo man Fotos gemacht hat. Alle waren zufrieden, alle fanden es geil. So, da hat er schon was Geiles auf die Beine gestellt. Da muss man Khalid schon Props geben. Wie Mr. Waves? Ja, wie Mr. Waves. Hast du den nicht gesehen? Hm? Okay, da muss man Khalid schon Props geben, weil es war sehr schwer. Es war das erste Mal in Dubai. Wir haben über 300 Tickets verkauft. Stark.
Es wurden sogar Leute nicht mehr reingelassen, weil es zu voll war. Stark. Es war sehr, sehr erfolgreich. Der Khalid ging da echt mit Herzblut. Das war so eine Herzensangelegenheit für ihn. Der hat das gut gemacht. So für eine erste Veranstaltung war klar, dass es nicht optimal laufen wird. Und jetzt, die nächsten Termine stehen schon an in Dubai. Und dann werden wir wieder auftreten vor steuersparenden Arschlöchern, die da einfach sind, um sich selbst zu beweihräuchern, indem die Stories posten. Boah, diese und es gab ja ein, zwei Influencer, die ich gesehen habe, da habe ich ja richtig Hass bekommen. Aber selbst die haben blaue Haken. Das hat schon wehgetan. Das hat mich schon im Herzen wehgetan. Und kannst du dieses Jahr schon auftreten? In Deutschland? Ich weiß es nicht, ich hoffe doch. Ja, sorry, wir wollen auch nicht in Deutschland wieder auftreten. Reicht doch jetzt, Dubai. Ich war nur einmal da, Saint-Tropez, gönn mir doch. In Monaco Bruder, ich bin auf. Die letzten eineinhalb Jahre einmal aufgetreten, das war in Dubai. Ich war auch so richtig eingerostet. Ja, hab ich gemerkt. Und aber es hat Spaß gemacht. Ja, was jetzt mit Tour? Ja, die Termine, wir müssen jetzt gucken, wie die Corona-Rücken sind. Sobald die Tour geht, dann lege ich richtig los. Dann nehme ich auch mein Special auf, dann kommt das raus und dann wird richtig hier zerstört und dann gehe ich in Rente. Aber ich ziehe nicht nach Dubai, sondern ich ziehe nach Katar. Nach Katar, ja, wo die Regeln ein bisschen strenger sind. Wo der eine. Du bist ja so ein Abu Dhabi-Typ. Ich will so ein Abu Dhabi-Typ, ja. Ich will das eine oder andere nicht sehen, was ich da zu sehen bekommen habe. Bevor ich wieder so deprimiert in der Dusche lande. Und ja, man muss. Aber die Corona, das wird jetzt gerade alles wieder aufgemacht. Die Jungs können jetzt aber wieder ihre Bars und Restaurants öffnen. Aber nur Dings. Dann, Terrasse. Veranstaltungen kommen jetzt auch. Ja, mit Tests, mit Impfen, mit dies, mit das. Aber ich glaube, bis September bis zu 10.000 Leute Veranstaltungen. Das wäre natürlich super sexy und super stylisch. Also eigentlich theoretisch könntest du ab Oktober wieder auf Tour gehen. Boah, das wäre mein Traum. Ich schwöre, ich würde deinen Zeh lutschen. Als dann. Echt? Ja. Können wir sogar filmen. Wie Bret Hitman Hart damals bei Bob England. Aber dann sehen wir uns Eckland. Nicht. Bob, wie hieß der? Bob England? England? Auckland? Keine Ahnung. Dann sehen wir uns aber nicht. Klar sehen wir uns. Du bist doch mein Begleiter, wenn du mein Bruder bist. Ja, aber bei gewissen Städten. Ja. Ja, aber ich freue mich. Ich will wieder spielen. Ich brauche das wirklich. Okay, wie läuft denn, wenn du jetzt den Startschuss bekommst? So, Heidrun, hör genau zu. So. Das jetzt für dich, Christine. Und Frank. Ja. Du kriegst jetzt das Go. Ja. Nisa, wir können auf Tour gehen. Ja. Oktober, keine Ahnung, 10. Oktober. Dann nehme ich mein Set. Was? Das ich aufgeschrieben habe, das in meinem Blog ist. Ja, okay, warte mal. Diese Nachricht, ja. Du legst auf. Ja. Was passiert dann? Dann nehme ich meinen Blog. Wo das Set drinsteht. Ich habe es doch abgegeben. Echt? Ja, klar. Nein, ehrlich jetzt. Ja. Und dann lerne ich das mal auswendig. Ja? Ja. Dann gehe ich das durch, dann rufe ich den guten Costa an. Schönen Grüße an Costa Moronianakis. Und dann lernst du es auswendig? Dann lerne ich es auswendig. Und dann? Gehe ich auf Tour und spiele es trotzdem nicht. Und freestyle immer einfach alles. Dann weißt du, was du eigentlich machen müsstest. Ja. Was ich überlege, so eine Crowdwork-Tour zu machen. Dass jede Stadt an. Nee, lieber nicht. Nee. Lass mal sein, Bruder. Was ist dir, weißt du, was wir machen könnten? Ja. Wirklich? Ja. Ist sowieso alles zu. Ja. Man geht einfach hin. Ja. Man holt sich irgendwie jetzt eine Location, die nächsten 2-3 Wochen. Ich habe eine. Ja? Ernsthaft. So. Gehst du hin und sagst, ich möchte das für 3 Tage mieten. Ja, Farids Halle. Der hat doch so eine Halle, wo er seine Shows auch macht und so. Ja, okay. Die er mir natürlich zur Verfügung stellt. Weißt du schon davon? Ja, der hat es mir angeboten. Ah, okay. Das ist ja korrekt, weil er ein Halb-Iraner ist, so wie du. Okay. Und was haben wir gelernt seit diesem Podcast? Alle Halb-Iraner sind korrekt. Okay. Cheyenne, Farid, Lucksmith ist so ein Rapper aus den USA, ist auch Halb-Iraner. Ja, ihr seid korrekt. Okay. Dann gehst du eigentlich eine Woche da rein und musst eigentlich nur Bühnenperformance machen. Ich schwöre, das haben wir uns auch überlegt, dass wir zweimal am Tag spielen, ne? Und alle kommen rein, zweimal am Tag, ne? Tickets nur da. Und dann am 5. Tag oder so. Wie? Du meinst mit Publikum? Ja, klar. Nein, ich meine erstmal ohne. Das geht, das doch, Timing. Erstmal trocken. Du musst Bühnenperformance, Aussprache, wie du da reinkommst, muss doch alles geübt werden. Ich habe ein Problem. Ich weiß, Amjad macht das zum Beispiel auch so. Echt? Ja, der übt vom Spiegel und so. Ich kann das nicht, weil ich brauche das Timing und so vom Publikum. Ich komme mir so geisteskrank vor. Wenn ich so alleine rumlaufe und so rede, so. Ey, yo! Und dann da. Und so, ich kann das nicht. Ich hab's oft versucht. Ich komme. Ja, aber es geht ja nicht nur darum, was du sagst, sondern vielleicht, wie du reinkommst. Weil jede Show ist wirklich anders bei dir. Ja, ich weiß. Ich bin ein Chamäleon. Ich bin ein stylischer Typ, weil
Ich bin Bill Burr, Chris Rock, Eddie Murphy, ja, Louis C.K., alles in einem. Kristall, Luke Mockridge, ich bin jeder schon gewesen. Tané, Faisal, ich bin alle. Alle, ne? Alle. Markus Krebs. Okay, dann gib mir wenigstens einen Tag mit dir. Ja, einen Tag, wo wir so eine Performance, ja, das machen wir. Okay. Dann gehen wir das richtig geil. Wir nehmen durch. Das aber auf. Ja, wir nehmen das auf. Wir nehmen das auf und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Ja. So. Und ja. Dann kann ich lachen. Ja, dann kannst du, ja, das machen wir. Okay. Sind wir durch? 25 Minuten? 25 Minuten. Okay, was gibt's noch zu sagen? Ja, ich habe wirklich wieder Bock zu spielen. Das macht mir Spaß, auf der Bühne Leute zum Lachen zu bringen. Das ist doch mein Ding. Guck, wie geil wir gelacht haben in Dubai, wie oft. Ey, weißt du noch, wo wir bei Chris waren? Welchen Chris? Chris, na klar. Ey, das war auch so. Schöne Grüße an Chris. Ja, schöne Grüße, du geile Sau. An den rumänischen Vampir. Ey, das war so lustig. Weißt du noch, wo wir uns so reingelabert haben in die Hochzeit? Ja, ja. Wieso, warum lad ihr? Und dann die so, ja, okay, jetzt laden wir euch ein, dann fliegt ihr da. Und dann haben wir gemerkt, dass das mit Arbeit verbunden ist. Dann fing ich so richtig eingelaubt an, dass der rausgeht. Ey, Hochzeit ist überbewertet. Ja, der ist überbewertet. Die wollte nicht, dass ihr das alles überbewertet. Schöne Grüße an Chris und an seine Frau. Wir haben da gegessen, das war sehr, sehr lustig. Ja. Und, wen haben wir noch? Wie heißt nochmal dieser Türke? Mit seiner Billy Blanks Frisur. Emrah Bayaka. Ja, es geht auf seinen Twitch-Kanal. Ja. Gebt euch mal den Müll. Ja, und. Und die geile Sau. Ja. Boah, ich hab den so gedisst. Echt? Aber so. Und dann kam er so zwei Tage später zurück. Weil braucht ihr so lange, um sich einen guten Gag einfallen zu lassen. Weil er verletzt war. Ja, weil er verletzt war. Guck mal hier. Guck mal, mein Gag. Guck mal. Warte. Nach der Sprachaufzeichnung. So verletzt, ne? Ja, ja. Emrah, du geile Sau. Ja, ansonsten, was gibt's zu berichten? Gibt's noch irgendwas? Nö. Auf jeden Fall, ich will wieder auf Tour. Deutschland, bitte mach doch auf. Ja, mach mal deine Tour. Ja, ich will wieder auf Tour gehen, ich will Fans sehen, ich will Leute zum Lachen bringen. Ich will so wieder richtig Scheiße reden vor meinem Publikum, weil die nehmen ja alles an, was ich sage. Echt? Das ist ja das Geil. Die sind ja genau wie die denken, ja, wenn die es denken. Ich kann so auf die Bühne gehen und alles sagen. So, ich kann auch so absurde Sachen sagen. Zum Beispiel, eine Frau hat gleichen Rechte wie der Mann und so Sachen, die so voll unrealistisch sind. Meine Damen und Herren, werdet geile Sexmenschen. Ja, werdet geile Sexmenschen, supportet diesen Podcast. Und bald sind wir auf der. Ich will nach Mexiko zu meinen Latino Brothers. Du bist kein Latino mehr. Ach stimmt, ich bin Japaner jetzt, ne? Wenn ich diesen Zopf. Ja, du bist Japaner. Ja, The Last Nafri Samurai. Ja, The Last Nafri Samurai. Das wird auch eine geile Filmproduktion. Meine Damen und Herren, tut mir einen Gefallen. Abonniert die deutschen Podcasts auf Spotify. Und YouTube und Instagram. Yes. Geht bei Cheyenne Garcia auf Facebook, auf YouTube und Instagram. Dasselbe bei Nisa. Gebt ihm ein bisschen Unterstützung, kommt immer geil Content, immer bei. guckt euch das vorher an, bevor es gesperrt wird, sag ich mal. Ja, genau, weil das ist ja. I sicher. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank. Ihr seid ein sexy Publikum. Wir lieben euch alle. Seht ihr den Laptop? Und hier ist der Laptop. Und Peace in the Middle East und Word to your Mother.